Im Schatten des Urknalls. Als Sterne, Planeten und Galaxien erwachten, entstand ein episches Geflecht aus Zeit und Raum. Und es begann. Das Leben. Es folgten die Dinosaurier. Dann kamen die Menschen. Dann machte jemand aus Wasser Wein. Und schon wenig später erhoben sich zwei rotzfreche Angestellte. Nehmt die Wäsche von alleine in München. Joko und Klaas sind in der Stadt. Gegen ihren Arbeitgeber. Joko und Klaas gegen Pro7. Anfangs als fixe Idee abgetan. Das ist ein Loch. Entwickelt sich daraus der größte Arbeitnehmeraufstand in der Geschichte Deutschlands. Jahr für Jahr treten Joachim Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf gegen den 5000-Personen-Konzern aus Unterföhring an. Ihr Ziel: Let's keep the spirit alive. Ein Zeremonienmeister. 6 irrsinnige Spiele und ein episches Finale. Der Gewinn: 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung. Geschafft! Ja! Doch der Weg dahin ist unnötig beschwerlich. Pro7. Huch. Damit habt ihr verloren. Zahlreiche Hindernisse, widrige Bedingungen und gefährliche Gegner erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. In dieser Staffel jährt sich dieser ungleiche Kampf zum 50. Mal. Über 300 gespielte Spiele, 50 Mal Zittern im Finale und ein 20:28 in der ewigen Tabelle. Für die Jubiläumswochen hält der Sender mit der herzförmigen 7 ein einmaliges Angebot bereit. Noch mehr Sendezeit. Noch mehr Macht und Einfluss, aber auch noch mehr Risiko. Wie wird dieses Kräftemessen ausgehen? Werden Joko und Klaas an dieser Herausforderung zerbrechen? Oder werden sie ein neues Zeitalter des Heldentums einläuten? Willkommen zu 6 ganz besonderen Folgen von Joko und Klaas gegen Pro7. Das Jubiläum. Herzlich willkommen. Hier sind Joko und Klaas. This is my first. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber und offiziellen Zeremonienmeister, Steven Gertje. Schönen guten Abend, vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen hier im Studio. Hallo! Und natürlich, herzlich willkommen zu Hause. Hallo, Steven. Hallo, Klaas. Ja, Joko, Steven. Hallo, Steven. Hallo, Joko. Na, bitte. Vielen herzlichen Dank. Oh, so viel Begeisterung und Liebe lässt aus meinem kleinen Zeremonienmeisterherz ein großes Werben. Vielen herzlichen Dank. Ach, wie schön. Herzlichen Dank. Hören Sie nicht auf. Hören Sie nicht auf. Hören Sie nicht auf. Sie hören nicht auf. Eine Sendung mit einem Applausteppich ist wunderschön. Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Nein.
Reicht. So, ihr beiden, ihr seht gut aus, ihr seid gut drauf und ich habe direkt zwei wunderschöne Neuigkeiten. Ja, was ist los? Welche wollt ihr hören, die Grandiose oder die Grandiose Grandiose? Die Grandiose zuerst. Die Grandiose zuerst. Fang an einfach. Das Tolle ist, ja, aus 5 Sendungen machen wir in dieser Staffel 6 Ausgaben von Joko und Klaas, den ProSieben. Also eine Möglichkeit mehr, eurem Arbeitgeber zu zeigen, ja, was ihr drauf habt. Und die zweite wunderbare Neuigkeit ist, dass wir innerhalb dieser 6-teiligen Staffel die 50. Ausgabe von Joko und Klaas gegen ProSieben haben. Das heißt, es ist unsere Jubiläumsstaffel. Klar. Ui. Danke. Der Druck wächst. Der Druck wächst für euch beide. Vielen Dank. Und weil es unsere Jubiläumsstaffel ist. Ja. Habt ihr auch die Möglichkeit. Vielen herzlichen Dank. Weil es unsere Jubiläumsstaffel ist, habt ihr auch die Möglichkeit, diese Show mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu bewerkstelligen und zu gewinnen. Die erste kennen wir alle, das ist die gängige. 6 Spiele, ein Finale. In jedem Spiel könnt ihr einen Vorteil erkämpfen, um das Finale für euch zu entscheiden. Gewinnt ihr das, gibt es einen Gutschein über 15 Minuten Sendezeit live. Oder ihr wählt eine risikoreichere Variante. Und das würde bedeuten, ihr habt heute in der Sendung anlässlich unseres 50. Jubiläums 50 Versuche, um alle Spiele inklusive des Finales für euch zu entscheiden. Das heißt, 50 Mal dürft ihr einen Fehler machen. Darf ich direkt eine Frage stellen? Immer. Wenn ich die, ich weiß, dass sie schon noch nicht richtig losgegangen ist, aber ich dachte, ich frage lieber jetzt, bevor ich dann noch 10 Mal fragen muss. Wenn ich fragst uns so noch 10 Mal. Aber wenn ich im ersten Spiel 50 Versuche brauche, dann ist die Show vorbei? Genau, gut. Also, das ist die Risikovariante. 50 Versuche für 6 Spiele und ein Finale. Ja. Solltet ihr euch für die Risikovariante entscheiden, gibt es natürlich auch ein größeres Preispaket. Wenn ihr diese Show in der Risikovariante gewinnen solltet, haben wir diesen ganz besonderen Gutschein und ihr werdet für 24 Stunden Programmdirektoren von ProSieben. Das heißt, Joko und Klaas dürfen 24 Stunden lang das Programm von ProSieben bestimmen. Und zwar ab kommenden Sonntag für 24 Stunden. Das heißt, ihr könnt den ganzen Tag die Simpsons laufen lassen oder alte TAF-Folgen laufen lassen oder irgendeinen Quatsch machen. 24 Stunden lang. Normale Variante oder Risikovariante? Okay, 50 Versuche für 7 Spiele. Wir nehmen die Risikovariante. Hä? Oder? Oder? Wollt ihr das noch diskutieren? Aber gilt das die ganze Staffel? Okay. Joko und Klaas. Nur heute. Nur heute. Also nur heute die Risikovariante. Aber wollen wir nicht jetzt einmal Risiko spielen? Ich hab das jetzt so, ist mir so rausgeplatzt, aber. Ja. Gut, dann spielen wir heute Abend die Risikovariante von Joko und Klaas gegen ProSieben. Wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht, wenn ihr euch dafür entscheidet. Also, ich halte nochmal fest, 50 Versuche für 6 Spiele inklusive eines Finalspiels. Der Gutschein lautet, ihr seid Programmdirektoren für 24 Stunden. Ich weiß nicht, ob ProSieben sich das gut überlegt hat, aber ich freue mich. Wir haben uns das auch noch nicht gut überlegt, aber glaube ich auch. Das heißt, seid ihr bereit, um die Spiele beginnen zu lassen? Los geht's!